Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Pokémon Legenden Arceus mit mir, dem Shining und meinem Nachthara. Ja, ich habe mir jetzt einen Nachthara geholt. Hab den richtig viel Leistungssand verpasst, also dass die normalen Fähigkeiten recht stark sind. Ich habe sogar noch einen Aquana, weil ich noch einen Evoli gefunden hatte und wer weiß, woher ein Wasserstein habe. Ich habe den, glaube ich, mir nie geholt. Ja, und auch schon ein paar Attacken erlernt. Der kann jetzt Spukball und Eisenschweif und die Werte kann ich euch auch eben kurz zeigen. Da ich habe ihn halt richtig viel verpasst, auch ein bisschen Kies, damit er hier auch ein bisschen mithelfen kann. Ich bin bei Nacht mal in die Ebene hier gegangen und hätte jetzt nicht gedacht, dass hier einfach direkt ein paar Nebulax sind. Ach ja, und ich habe mir zigtausend Federbälle geholt, weil die zum Mehrfachfangen echt gut sind. Weil man die damit schön snipen kann, man kriegt sehr oft dadurch dieses ohne entdeckt zu werden. Was bei sehr vielen Pokémon ja noch nebenbei erledigt werden muss. Das finde ich recht gut. Deswegen habe ich mir zigtausend von denen gemacht. Ich habe auch in der vorherigen Ebene ein bisschen von diesen Irrlichtern gefarmt. Ich habe da noch nicht alle gefunden, aber ich habe einige gefunden. Es ist tatsächlich relativ einfach, die zu finden. Auch wenn mir in den Kommentaren schon was anderes gesagt wurde, dass manche davon recht schwer zu finden sein sollen. Ich glaube trotzdem nicht, dass die so extrem schwer sind. Vor allen Dingen, das Spiel ist ja mehr so drauf aufgelegt, dass es Kinder spielen, anstatt so 18-Jährige. Heißt, so mega schwer wird es nicht sein. Ich bin kein gewöhnlicher Dorfbewohner. Du willst kämpfen, ne? Ihr drei. Die rechts kommt mir sogar irgendwie bekannt vor. Die linke auch. Die in der Mitte nicht so. Mit wem lege ich mich an? Okay. Ihr seid interessant. Von woher kenne ich euch? Im Übrigen, die eine Trolle vom letzten Mal mit den rosanen Haaren, die war von Team Galactic, eine der Anführerinnen. Also in der Neuzeit. Oh, ein Toxiquark. Na komm, dann zeigen wir ihr mal, was wir können, Nachthara. Ich finde Nachthara einfach mega cool. Einfach schon vom Design her. Und sie sind sogar relativ gleich, das könnte mal ein ausgeglichener Kampf sein. Das ist nicht sehr effektiv, ich habe eigentlich gerade gar nichts, was wirklich effektiv ist. Ich mache mal Eisenschweif. Eventuell senke ich die Verteidigung. Instant sogar. Ohne Tempotechnik. Autschen. Weil er Tempo gemacht hat, natürlich doppelt. So, Spukball. Einfach damit du finish bist. Boah, der Spukball sieht hier mega cool aus. Mann, warst du easy. Und wir waren wirklich gleich diesmal. Ich war diesmal nicht 10 Level über den. So, Aquana wird schon nebenbei aufholen. Aber Aquana setzt jetzt mein Bamelin. Weil ich Aquana einfach cooler finde als Bamelin. Außerdem kann Aquana so ein paar Eisattacken und halt auch Spukball lernen, wenn ich genügend Geld habe. Okay, das Plattenfragment haben wir.
Doch. Das ist sehr viel eigentlich wert. Man hat keine Ahnung, wie viel diese geschichtlichen Dinge alle wert sind. Beursa Luna. Ja. Warum guckt die rechts so desinteressiert? Guck doch mal ein bisschen glücklicher. Oh, ich höre ihn gern. Okay. Das ist ein interessanter Spruch, den habe ich noch nie gehört. So, mal gucken, vielleicht liegt hier ja noch was. Ich habe mir jetzt übrigens vorgenommen, zum einen stets diese Steine mitzunehmen. Und auch immer Aprikokos. Die nehme ich jetzt immer mit. So, wir müssen ja zu der Höhle zurück. Oh, die Schädlinge, die wachsen an den Bäumen. Ich dachte, die findet man auch auf dem Boden. Ja, und ich skippe mal eben kurz dahin. So, und da sind wir auch schon bei der Höhle. Zeit, die Steine dafür zurückzubringen. Okay. Ja, vielen ist heutzutage der Glaube eine Stütze. Ich würde es gerne retten. Macht bestimmt Spaß. Wenn ich darf. Na, Yugao, ich hab deine Steintafel. Ich hab das Plattenfragment. Weil ich nett bin. Ja, ich bitte Sie. Okay, es wird wohl Zeit für unseren zweiten Boss kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell kommt. Ich mache mir mal einen Screenshot. Ach so, sie kann es auch vorlesen. Ich wollte das nämlich nachher entziffern, weil die Inkognitos sind ja alle Buchstaben. Alles Leben berührt ein anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Okay. Also so schwer ist Inkognito nicht zu entziffern, ne? Ja, Shining ist mein Name. Ah, auf das Plateau. Das ist ganz da hinten. Und hier neben uns ist halt eine Nebenmission. Nehmen wir die erstmal mit. Hier findet sicherlich noch einiges statt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nur so zwei, drei Missionen sind oder dann ist das Gebiet vorbei. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich komme da nicht hoch. Ich bin zu dick dafür. Ich hätte den Donut nicht mehr essen dürfen. Ich hab's hochgeschafft. Ich habe mir Wetten Bobo hochbekommen. So. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Ohne weiteres. Außer ich quäle mich hier jetzt komplett einmal dran vorbei. Ich gucke, wie gut ich hinkomme. Oh, Skunkapus. Und einen Hippototas. Muss ich eh noch fangen. So,
Das war Nummer 1. Das ist ein Onix. Wo erstmal damit das gefangen ist. Man kommt sich irgendwie so Pokémon Go-mäßig vor. Ich benutze mal einen Aquana gegen Onix und dann kämpfen wir mal gegen Onix. Das hat nämlich mit höchster Wahrscheinlichkeit Robustheit. Es hat einen Skunk-Kapur-Helfer, das könnte eklig werden. Aquana, du schaffst das, ich glaub auf. Ne, glaub an dich. Es ist nur Level 23. Ich kann einmal ruckzuckieb auf Skunkapu machen. Ich will auch erstmal eigentlich Skunkapu loswerden. Wenn ich ehrlich bin. So, Blubber auf Onix. Es sah jetzt kurz aus, als hätte das Onix irgendwas am Auge. Aquana ist RIP. Ich habe nicht zufällig irgendein Stahl-Pokémon, ne? Nee. Ich überlege gerade, was das Sinnvollste ist, was ich nutzen kann, und das ist Luxio. So, erstmal beleben wir Aquana wieder. Ich wollte eigentlich Onix fangen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Dann fangen wir wenigstens hier Skunkapu. So, ein Donnerstern mit weniger Kraft sollte reichen. Jawohl. Ich will es ja fangen, nicht umbringen. So, Superball, go! Ich gucke, dass ich mir demnächst mal mehr Superbälle farme. Damit ich halt besser hier Pokémons fangen kann. Im Übrigen, wenn der Baum wackelt, dann gehe ich da bedingt nicht drauf. Oh, die Talismänner können kaputt gehen, das wusste ich nicht. Oh, noch ein Skuntank. Boah, dann werfe ich es halt hoch. Oder ich werfe es direkt drüber. Ich wollte nur den Glanzstein. Da ist ein Glibunki, glaube ich. Ja, habe ich super gemacht. Noch ein Glibunkel. Ach, ich wollte ja noch gucken, komme ich von hier irgendwie an die Nebenquest. Eisenbrock nehme ich auch immer wieder gern. Ja, hier würde ich, glaube ich, eventuell dahin kommen. Georock ignoriere ich mal und die Steine jetzt auch. Ich will nämlich eben schnell die Quest holen und dann mich der Hauptquest eigentlich widmen. So. Hallo. Auf Anhieb nicht. Das kann ich nebenbei machen. Irgendwer hat gerade geschrien. Von denen. Nebenbei, von ein paar Pokémon habe ich den Pokédex-Eintrag jetzt auch schon komplettiert. Oh, da ist ein starkes Onix. Das würde ich safe nicht one-hitten. Und das könnte mich vielleicht sogar vernichten. Wollen wir es mal trotzdem versuchen? Komm, Arboretus, wir versuchen es mal. Außer es ist jetzt Level 45 oder irgendwas in der Art. Level 50. Ich bin da mal weg, ne?
Obwohl, ich könnte einmal Blubber machen. Auch wenn es wahrscheinlich null ausrichtet. Ich könnte es tatsächlich fangen. Unglaublich. Ich fange mir einen Level 50er. Ciao, Aquana. Ich kann leider kein Pokémon wiederbeleben, weil ich das Pokémon, was ich dafür nutzen würde, halt instant verlieren würde. Das würde sterben. Das wäre ein Teufelskreis. Aber let's go, Superball. Krieg ich's? Nope. Ich versuche zwei Pokémons über noch. Weil ich will jetzt nicht mein gesamtes Team verlieren. So, Luxio, versuch du es. Los, Superball. Superball, mach Ball. Los. Ja, ich hab's gefangen. Boah, das gibt noch irre viel Erfahrung. Tatsächlich nicht so viel. Und habe ich jetzt richtig gesehen, Luxio kann sich schon entwickeln. Team ist voll geil, entwickel dich Luxio zu Luxtra. Mein erstes Ultra-Vieh. Luxtra ist wirklich ein extrem starkes Elektro-Pokémon. Und auch mega cool. Ich habe einen Luxtra. Ich habe sogar einen Level 50er Onix. Ich müsste noch zwei weitere Luxios entwickeln. Ja, habe ich jetzt gerade aber keine Lust zu. Na gut, Leute, dann renne ich jetzt darüber, ne? Mache aber noch nicht den Bosskampf heute. So, Leute, wir sind jetzt hier drüben. Ich mache jetzt extra hier Schluss statt da vorne, damit wir noch einen kurzen Weg dahin haben. Damit ich hier nicht das Instant Trigger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.